Majestät. Und? Was gibt's Neues unten im Dorf? Ei, Herr König, es ist ein Kind geboren. Kind geboren? Ja. Und? Was ist daran Besonderes? Es heißt, dass es eine Glückshaut hat. Eine Glückshaut? Was soll das denn sein? Das heißt, alles im Leben wird ihm gelingen. Sowas gibt's? Ja, ja. Es heißt sogar, dass es später mal eure Tochter heiraten wird. Was? Meine Tochter? Ja, ja. Guten Tag, liebe Leute. Grüß Gott, hoher Herr. Ein schönes Kindlein habt ihr da. Ja, hoher Herr, es ist gerade geboren. Ah, aber habt ihr denn auch genug Geld, dass ihr es versorgen könnt? Ja, mei, wir sind arme Leute, Geld haben wir nicht. So, so? Dann verkauft mir das Kind. Ich will für es sorgen. Aber nein, es hat doch eine Glückshaut. Es wird schon durchkommen. Seht ihr? Schon hat es Glück. So, jetzt bekommst du ein schönes, kühles Bad. Und hopp. Wollen wir mal sehen, ob du meine Tochter heiratest. Sag mal, Müllerin, ist das zufällig euer Sohn? Ja, gell, das ist unser. Naja, wenn man's recht bedenkt, nicht so ganz. Sondern? Der ist uns ins Mühlrad geschwommen, in einer Schachtel. In einer Schachtel? Gell, ja, ja. Stellt euch vor, was das für schlechte Menschen sind, die ein Kind ins Wasser werfen. Ins Wasser werfen? Ja. Was ihr nicht sagt. Ja, okay, Bub. Das ist ja nicht zu fassen. Da ist dieses Balk doch nicht ertrunken. Alter, macht auf, sag ich. Hey, was ist das? Psst, da ist einer, der hat einen Brief für die Königin, der schläft. Brief für die Königin? Ja, ich zeig ihn euch hier. Los lesen, ja. Was für ein Brief? So, ja, da. Brief für die Königin? Ja, der Millersbursche. Sobald der Knabe steht da, an den Königshof kommt, soll er getötet, was? Was? Getötet und begraben werden. Das ist ja... Ja, das ist ja teuflischer Brief. Das ist ein teuflischer Brief. Ein teuflischer Brief? Ja. Ja, sag mal, das ist ja unerhört. Weißt du was? Wir schreiben einen anderen Brief. Ein anderer Brief? Ja. Also so geht das jedenfalls nicht. Wer meine Tochter heiraten will, der muss erst beweisen, dass er ihr würdig ist. Ja, klar. Ja? Geh in die Hölle und bring mir 3 goldene Haare vom Teufel. Vom Teufel? Jawohl. Jo. Mei, das kann nicht so schwer sein, gell? Was willst du? Setz mich über auf die andere Seite. Kannst du mir ein Rätsel lösen? Ein Rätsel? Gerne, wenn ich kann. Sag mir, warum ich ewig hin und her fahren muss und nie abgelöst werde. Ich gehe zum Teufel, den frage ich. Komm einmal her. Du gefällst mir. Ja. Ich habe auch noch 3 Rätsel, die soll ich lösen, wenn es geht. Ein Baum, der keine Blätter hat, ein Brunnen, der kein Wasser hat und ein Fährmann, den keiner ablöst. Genau. Richtig. Richtig. Dann hör genau zu, was der Teufel sagt, wenn ich ihm die Haare ausrupf. Okay. Und jetzt, er kommt schnell unter meinen Rock, steckt versteckt und keinen Mucks. Der Himmel, Teufel und Pest! Was rupfst du mich schon wieder? Aber schon wieder geträumt. Schon wieder?
dieses Mal von einem Baum, der keine Blätter mehr hat. Baum, ach der. Eine Maus sitzt unter ihm, die frisst an seiner Wurzel. Das ist ja teuflisch. Ja. Oh weh, oh weh. Dürr bin ich bis zum Zeh. Hast du die Lösung für mein Rätsel? Ich war beim Teufel. Der hat gesagt, eine Maus sitzt an deiner Wurzel und frisst sie auf. Oh weh, oh weh. Ich muss eine Falle stellen. Pass auf. Das haben wir gleich. Hopp! Da, ich hab sie. Komm her, du, hau ab. Oh. Hopp. Oh. Weg ist sie. Alles Gute, Baum. Einst war ich dürr und steif. Jetzt hab ich Blätter, grün und reif. Viel Glück. Ja. Ja, wer den Teufel nicht scheut, der kann die ganze Welt gewinnen.